Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 2 Assassins of Kings. Gut, ihr habt mir ein Video geschrieben, vor zwei Parts glaube ich, dass ich wohl was vergessen habe in den Zwergenkatakomben. Und das werde ich natürlich nachholen. Ja, freut mich auch, dass ihr es so lustig fandet, dass ich mein Schwert verkauft habe. Ja, fand ich gar nicht lustig, fand ich zum Kotzen. Nein, ach Quatsch, macht nur Spaß. Ist halt passiert, meine Güte. Ich bekomme ja bald neue Waffen. Von daher sehe ich das nicht so eng. Ich freue mich einfach auf das, was noch kommt. Und auf das zukünftige Set natürlich. Das wird super. Gut. Och nee, die kommen jetzt alle wieder, ne? Ja, die kommen jetzt alle wieder. Ja, komm, dann hau ich die mal weg. Ja, ja, habe ich mir schon gedacht. Naja. Ach, die war schon als Hitbox, obwohl sie noch gar nicht unten war. Seht ihr mal. Boah, guck mal hier. Oh! Jetzt kommen noch Necker dazu. Wow, 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 weg da. Ja, echt mal. Kannst du mich mal dich in deine Metzelei mit einbeziehen? Dankeschön. Oh, ich bin noch immer im Kampf, oder was? Nee. Ey, das lohnt sich ja richtig hier. Ich höre was rascheln, da ist noch einer. Nee. Ich bin immer so ein bisschen ängstlich, wenn ich irgendwie noch das Symbol habe, dann weiß man nie, ne? Oh, guck mal, das hat sich jetzt gelohnt. Das hat sich jetzt gelohnt. Na gut. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich überrascht bin. Was? Alter, jetzt kommen die alle. Hier, fangt mal schön. Oh, die habe ich voll erwischt. Oh, oh, oh. Alter Schwede, wie viel das sind. Die habe ich mal von oben gesehen, wisst ihr noch? Mal auf welche treffen, Geralt. Oh, warum ist der so grün? Alter Schwede. Metzel, Metzel. Die machen überhaupt keinen Schaden an mir. Okay. Wie viele das sind. Leute, wie viele das waren. Guck mal. Das waren locker jetzt. So 10, 15 Stück. Aber locker. Krass, guck mal alle. Oh, das ist jetzt... Das ist ja ein Paradies. Ein Loot-Paradies. Gebt euch das mal. Alles klar. Das hat sich jetzt richtig gelohnt, die wegzuschnetzeln. Boah, da ist noch ein Busch. Coole Sache. Och nee, aber jetzt kommen auch die Erscheinungen wieder. Ich mag Erscheinungen nicht. Wisst ihr warum? Weil die ab... bösen Schaden machen und B, nicht vor meinen Schlägen zurückschrecken, so wie andere Viecher, die halt, ja, wie soll ich sagen, es hört sich jetzt wieder so nach Dark Souls an, aber die werden halt nicht gestaggert. Das heißt, denen ist es total egal, ob sie einen Treffer kassieren. Die hauen einfach zu währenddessen. Und genau aus dem Grund mache ich mal hier einen Speicherpunkt und werde mir mal ein bisschen Öl drauf schmieren. Auf die Waffe, versteht sich. Da, so, wo haben wir es denn? Nein, Erscheinungen. Auf das Silberschwert. Ja, bitte. Und ich werde mir gleich noch einen Trank reinziehen. Ja. Irgendwas stimmt hier nicht. Ihr habt mir schon gesagt, die Speicherstände mal löschen, weil das könnte den Delay verursachen zwischen Eingabegerät und Spiel. Habe ich gemacht. Das ist übrigens unglaublich, ne? Wie bei so einem uralten Spiel ist das hier noch, dass die Speicherstände mega viel Platz verbrauchen. Also ich meine jetzt in Relation gesehen, bei alten Spielen waren 10 Kilobyte schon viel. Bei kleinen Festplatten. Und hier ist das echt so, dass so... Was hatte ich denn da jetzt? 50 Speicherstände, die waren 600 Megabyte. 500, 600 Megabyte. Well. Soll vielleicht mal Quent drauf machen. Ja, das meine ich. Okay, jetzt habe ich nicht getroffen, aber generell zucken die auch nicht zurück, wenn ich sie treffe. So, wunderbar. Kommt. Oh. Ihr wollt's doch auch. Ja, man merkt den Unterschied schon, ne? Zwischen, wie ist das Schwert? Bannfluch, was ich jetzt hatte, das Silberschwert. Das merkt man. Es ist eindeutig weniger, was ich jetzt hier mitmache. Oh, ja, kannst du mal machen, Geralt. Zeig, was du kannst. So, hier sind bestimmt auch noch welche. Ja, oh Gott, das sind sogar gleich viele.
Na, kommt ihr. Fang. Oh, das stört den gar nicht. Du warst geblendet, du Schwein. Alter, ich bin gleich schon wieder tot. Ihr Penner. Brauchst dich gar nicht so brüsten. Oh. Okay, jetzt ist aber echt mal gut. Die kann man aber auch nicht gut betäuben, glaube ich, die Viecher mit den Bomben. So, jetzt gibt mir erstmal ihren Kram. Mal speichern, weil... Wie? Speichern, weil ich es überlebt habe? Okay. Das ist die Wand. Genau die habe ich übersehen. So, dann schauen wir mal. Okay, was ist jetzt? Wer bist du? Und was willst du hier? Geralt von Riva, vom Grauen Feenlein. Und wer bist du? Eckhart Hennessy, Fähnrich des Grauen Feenleins. Der besten Einheit, die Kettwin jemals hatte. Okay, Kämpfe. Nee, dort habe ich gedient. Du erinnerst dich nicht an mich, aber ich mich an dich. Kenne ich nicht. Ich habe beim Grauen Feenlein gedient. Gelogen. Unter der Standarte des Grauen Feenleins habe ich bei Brenner und Wergen gefochten. Schlacht vor Brenner. Alle Nordlinge gemeinsam gegen die Schwarzen. Die Redaner im rechten Flügel, kommandiert von der Reuter. Temerien im linken Flügel unter Natalies Befehl. Das war ein Anblick, nicht wahr? Kämpf. Nee. Warte mal. Oh, Leute, würde ich jetzt die Bücher kennen? Ich habe... Die Lia hat sie mir ja geschickt, aber ich habe sie noch nicht gelesen. Und selbst wenn ich angefangen hätte, wüsste ich das wahrscheinlich nicht, aber ich zweifle es einfach mal an. Das ist bestimmt eine Prüfung, die ihr mir gerade da stellt. Du irrst. Die Redanier haben in der linken Flanke gekämpft, die Temerier in der Mitte. Stimmt. Vielleicht sagst du ja die Wahrheit. Überzeug dich. Sag mal, du musst es ja wissen. Wer hat bei Brenna die Nilfgaarder befehligt? Oh Gott. Menno Köhorn, Elan Trahe oder Markus Breiband? Kämpf! Nein, ich weiß es nicht. Markus Breiband? Markus Breiband. Lügner! Niemals warst du. Okay, wisst ihr was? Ich weiß, das ist jetzt uncool, aber ich kann das nicht wissen. Das finde ich nämlich jetzt uncool, dass mir hier solche Fragen gestellt werden, die ich nicht wissen kann. Ja gut, ich könnte, ne, sagen wir mal ehrlich, ich könnte, wenn ich denn die Geschichte schon mal gelesen hätte, aber selbst dann würde ich mir das wahrscheinlich... Oh ne, mach ich lieber nicht. Selbst dann könnte ich mir das wahrscheinlich nicht merken. Sage ich jetzt einfach mal so, weil das sind so Informationen, die bleiben bei mir auch nicht hängen. Ja, genau, dort habe ich gedient, bla bla. Du verwechselst was. So, Menno finde ich lustig. Soll ich nehme mal Menno. Menno Coehorn. Jetzt glaube ich dir allmählich. Menno Coehorn. Ein Prachtexemplar von einem nilfgaardischen Hundesohn. Aber ein großer Anführer. Er wird die Nordlinge noch oft bluten lassen. Nicht wahr? Der will mich doch wieder verarschen. Der ist bestimmt schon tot. Der Tod hat deinem Gedächtnis geschadet. Coehorn ist tot. Er fiel bei Brenner. Aufmerksam. Lässt dich nicht aufs Glatteis führen. Bin ja auch vom Grauen Feenlein. Kann sein, dass du bei Brenner warst. Ist schon eine Weile her, ich könnte dich vergessen haben. Aber Wergen, das ist was anderes. Für dein Gedächtnis kann ich nichts. Wahrhaftig. Mein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste, seit ich tot bin. Ich sage es ungern, aber ich habe sogar vergessen, wer die Armeen vor Wergen kommandiert hat. Dabei war es doch der wichtigste Tag meines Lebens. Mein letzter. Sei doch so gut und hilf meine Erinnerung auf die Sprünge. Och nee, jetzt geht das noch weiter, Mensch. Warte mal, Hänsel ist der König. Ich glaube nicht, dass der König... Oder? Vandegrift und Selkirk. Selkirk ist der Ritter, dessen Bruder wir in der Schlägerei in der Kneipe hier in Wergen besiegt haben. Boah, Leute, Namen. Ich kann damit gar nichts anfangen. Also außer Hänselt und Selkirk. Ich nehme jetzt einfach mal Selkirk, weil der sagte ja, das war ein ehrenvoller Ritter, oder? Ach Leute, ich weiß es nicht.
Demavent ist da auch ein König. Nee. König Demavent von... Oh man, Kinder, diese Namen, diese Romane. Ich nehme jetzt das. Zeldkirk führte Edirns Armee an. Vandergrift die unsere. Gut. Das weiß nicht jeder. Einige meinen doch tatsächlich, die Armeen wären von Königen angeführt worden oder von Zauberern. Und? Glaubst du mir nun? Sag mir erstmal, wie du das Massaker vor Bergen überlebt haben willst. Was? Zeldkirk hat mich verschont? Biegerhorn hat mich gefangen genommen? Pff. Ach Leute, ich weiß sowas doch nicht. Ja, hat er mich gefangen genommen? Ich nehm's jetzt einfach mal, Leute, ich hab keine Ahnung. Das war jetzt mehr Glück als sonst was, die ganze Geschichte. Die meisten Grauen fielen. Wer überlebte, ging nach Süden. Doch ein Feuer schnitt uns den Weg ab und wir fielen Biggerhorn in die Hände. Dieser feige Dreckskerl ist mir ein Begriff. Gut, du hast tatsächlich beim Grauen Feenlein gedient. Kannst du mir die Standarte geben? Verrätst du mir, was dir daran liegt? Ich kann damit den Fluch aufheben. Flüche kümmern mich nicht. Dieser sollte dich aber kümmern. Er hält Hänsels Armee auf. Das Einhorn ist zurück? Steht vor den Toren Wergens und könnte das graue Feenlein rächen. Mit deiner Hilfe. Die Standarte ist im Sarkophag. Dort findest du auch das Schwert von Oberst Gondor. Vielleicht kannst du es gebrauchen. Danke. Wo hast du dein Pferd gelassen? Hier gibt es überhaupt keine Pferde. Stimmt. Wie schön wäre es, mit einem Kameraden von Brennerheim zu zischen. Aber als Geist steht es schlecht damit. Ach, das geht mir im Tod doch am meisten ab. Ich habe sie noch nicht einmal losgelassen, als ich tot war. Pass bloß gut auf sie auf. Ja, da war irgendwie lustig, der Typ. So, was haben wir denn? Standarte und Schwert des grauen Fähnlein. Ah, na gut. Taugt das Schwert was? Vielleicht ist es ja ein... Na gut, ich glaube nicht, dass es ein Silberschwert ist. Ich schätze mal, die sind eher bei Hexern geläufiger. Ultimatum? Achso, das war mein altes Schwert. Sag ich denn 20? Na gut, das ist ein Stahlschwert. Aber? Ich meine da... Nö. Schwarzes Einhorn, ja, weiß nicht. Das macht's... Nee, ich lasse das schwarze Einhorn, das verkaufe ich wohl. Ein bisschen schade. Ein bisschen schade. Aber gut, habt ihr ein Schwert bekommen. Das Symbol des Todes. Na, seht ihr mal. Mit ein bisschen Glück, ja, ich hätte es jetzt auch nicht nochmal ein paar Mal laden wollen, aber ich schätze mal, ich hätte das Schwert auch so bekommen, hätte ich den dann gekillt, den Geist. Gekillt, ne? Na gut. Ich wollte zu Eltorn. Eltorn. Und da wollte ich mal sehen, was er mit den Federn jetzt so angestellt hat. Das würde mich doch mal interessieren. Oh, die Vögel. Ich dachte eben, da sitzt wieder irgendwas Böses und lauert mir auf. Wäre nicht ungewöhnlich hier. Na, kommen jetzt wieder tausende Neckar, oder? Oh. Aber warte mal, ich könnte mir vielleicht noch ein paar Bomben basteln. Alchemie, wo haben wir es denn? Roter Nebel? Nee, dafür brauche ich meinen Kartoffelbovist. Das geht nicht. Das geht nicht, Leute. Den kann ich nicht einfach so frei hergeben. Also dafür ist die Bombe einfach viel zu geil. Vor allem, die macht ja nicht nur Schaden, also so Initialschaden, sondern wirklich auch noch über Zeit, wenn die Gegner dann anfangen zu brennen. Das finde ich so super. So, was steht denn eigentlich noch an Quests? Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt, gebe ich zu, weil ich war so im Rausch und habe hier wieder 5-6 Parts aufgenommen. Und deswegen habe ich das auch mit dem Schwert total verpeilt, was mich sehr ärgert oder geärgert hat. Die Rüstung... Erinnerungen. Nach dem Gespräch mit Schilat hatte Geralt eine Vision. Er verfolgte die wilde Jagd quer durch die Welt, ohne sie zu fassen zu kriegen. Zeldkirk. Genau das war der Ritter. Na, seht ihr mal. Kriegsheld aus Kedwin. Ja. Ach Leute, wie gesagt, wenn ich die Bücher mal lese, dann kann ich euch da vielleicht auch mehr drüber erzählen. Ich schätze mal in Witcher 3, da werden dann so einige Lücken eventuell von mir geschlossen, wenn ich da einigermaßen... gelesen habe. Ich hoffe mal echt, dass ich sie bis dahin alle durch habe, aber das sind halt... Wie viel sind es? Ich muss gerade mal... Ich glaube, 5 Bücher sind das. 5 Bücher und die werden immer dicker. Da gibt es noch 2 Vorgänger. Das Geheimnis des Schwerts, oder wie das heißt. Oder irgendwas mit Schwert und der letzte Wunsch. Was ich mir aber quasi schon als Hörbuch reingezogen habe. Naja. Mal gucken.
alles lesen. Das wird... Oh, ich habe ja eh kaum Zeit. Das werde ich dann wahrscheinlich so im Schlaf, im Halbschlaf. Okidoki. Ich würde sagen, als nächstes kümmern wir uns um Triss. Hallo. Er zieht die Maske ja gar nicht mehr auf. Was ist los, Jorvet? Ist es dir egal, was die Leute denken, wenn sie dein Gesicht sehen? Ich meine, man kann ja auch ein bisschen stolz sein auf manche Narben, finde ich. Wenn man zum Beispiel einen schweren Kampf geschlagen hat, ich schätze mal Geralt, ist das auch total egal. Und die Frauen stehen sowieso drauf. Ist ja nicht so, als hätten die alle Angst vor ihm. Achso. Meister, ich grüße dich. Ich grüße dich, mein zwergischer Freund. Ich wollte ja zurück zu Elton. Und ihr sagtet mir, wenn ich zu Philippa gehe, der guten Philippa Eilhardt, dann könnte ich mit ihrer Hilfe über das Schlachtfeld kommen. Die Frage ist nur, will ich das schon? Ich glaube nicht. Was soll ich da drüben? So, hier ist der Durchgang, oder? Wenn ich da jetzt nicht falsch liege. Nicht die Pimperbude, genau. Ja, ich muss heute mal gucken, wie es ist mit dem Zensieren. Also bei der Sokubi habe ich das jetzt mal nicht gemacht. Aber ich komme da in Teufelsküche, Leute, wirklich. Nippel, ich frag's mich auch, warum ist YouTube da so blöde oder die Betreiber eben da außenrum. So ein paar Nippel, als würde da jemand Schaden von nehmen, also wirklich. Dann hätte ich eher Angst, dass Kinder gestört werden, weil sie andauernd sehen, wie Köpfe abgehackt werden. Oder sogar echte Köpfe. Das gibt's ja auch. Dass Leute sowas hochladen, finde ich auch ziemlich krass. Ja, schön bist du. Meine Königin. Meine Liebste. Du siehst hinreißend aus. Alle im Nest beneiden dich. Alter, nicht ernsthaft, oder? Ich brauche diese Feder nicht. Nimm du sie. Alter. Ist es bei ihm so eine Art Furry-Fetisch? Recht heiß für die Jahreszeit. Ja, wirklich. Gar nicht so kalt wie sonst. Das sind bestimmt diese Magier. Die mit ihren Experimenten. Fingern an der Welt rum und niemand weiß, was dabei rauskommt. Ich mag gar nicht drüber nachdenken. Alter. Und wie Geralt einfach so tut, als wäre nix, das ist so geil. Nimm doch die Feder. Ich kann sie entbehren. Danke. Aber ich brauch sie auch nicht. Du meinst, der Sammler braucht sie nicht? Ja, ja. Eben der. Möchte wissen, wozu er so viele Federn braucht. Vielleicht hatte er so viel Platz in seinem Sammelalbum. Und das ist wichtig? Ja, und wie? Sei es drum. Ist eh nicht mein Metier. Das Sammeln. Vor allem nur die Fingernägel. Nein, oder? Und da steht da... Hat der nackten Arsch? Wahrscheinlich geht ihm da gerade einer bei ab, wenn er so rumläuft. Guck mal, da steht da... Ich will nicht seinen pickligen Hintern betrachten. Alter Schwede. Das ist... Geht's noch skurriler? Also wie geil ist das denn? Ich meine, nicht geil im... Ja, ihr wisst schon, ne? Also ich find's super, super lustig. Aber nicht... Nein. Nein, nein, nein. Das ist mehr abartig. Aber jedem das Seine. Man könnte Philippa unmöglich guten Gewissens als Heilerin bezeichnen. Nur eine Zauberin war sie und eine Mächtige dazu. Nee. Wo ist Triss? Würde ich sagen, oder? Gut, wo muss ich dafür hin? Edin suchte Gärtner Triss Merigold. Die Trollin überreden, ihren Mann zurückzuführen. Wie war das zu erreichen? Oh Gott, jetzt wird die Karte wahrscheinlich... Wo ist denn das? Ich sehe das gar nicht. Aktuelle Quest. Sehe ich nicht. Vielleicht da unten? Da wollte ich... Das ist ja immer so eine Sache mit den Pfeilen hier. Das ist immer total die Verarsche. Die stimmen in der Regel nie. Ich meine, ich könnte die Harpien machen, aber die lassen sich so schön farmen hier. Guck mal. Die wehren sich nicht mal. Ja, so ein bisschen... Oh! So ein bisschen schon manchmal, ne? Problem ist, dass ich auch nicht mehr wirklich viel Schaden mache jetzt. Hier. Oh. Blöde Viecher. Ist so schön, diese Kombo, diese Dreier-Kombo, die er einfach mal reindrückt. Wunderschön. Na komm.
Dieser Typ im Vogelkostüm, das macht mich jetzt total fertig. Das macht mich jetzt total fertig, Leute. Wie kommt man auf so eine Idee? Vor allem auch die Programmierer. Wie kommen die auf eine Idee, sowas hier reinzumachen? Das ist einfach nur ulkig. Es ist einfach nur ulkig. Das ist nicht so aufdringlich. Dauert voll ewig, ne? Das liegt an dem Silberschwert. Das war mein Schild ganz bitte, ja? Autsch. Alter Schwede, so ist es doch nicht mehr so angenehm mittlerweile. Oh oh. Muss mal ein bisschen Abstand und jetzt Power. Yes! Wie er immer das Schwert schmeißt, das ist so gut. Es ist so gut. Oh! Ach, shit. Das war jetzt nicht gut. Habe ich da einen Autospeicher irgendwo? Bitte, bitte sag mir das. Ach, das wird mich jetzt total ärgern. Aber ja, öfter speichern. Ach so, das war hier. Na gut, dann ist es ja nicht so schlimm. Gut, wie lang... Ich habe den Wecker nicht gestellt. Verdammt! Warum habe ich den Wecker nicht gestellt? Aber mein Zeitgefühl sagte mir, ich sollte jetzt auf den Wecker schauen. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, auch wenn es eine kürzere Folge ist, dann tut es mir ein bisschen leid. Aber, naja, was macht es für einen Sinn, jetzt nochmal da das Gemetzel zu zeigen? Das machen wir dann nächstes Mal. Also ich mache das jetzt off-cam. Na gut, Leute, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Der Vogelmann. Ey, das ist so gut. Naja. Ich würde mich über Likes und Kommentare freuen. Wir sehen uns wieder zu The Witcher 2.